lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. Ja. Beim letzten Mal hatten wir eine Cam. In dieser Cam, die irgendwo in diesem Waisenhaus versteckt ist. Dort haben wir Charlie aufgenommen von The Healing. So, und jetzt wollen die Autoren uns was dazu erzählen. Die Autoren, Carsten, Tomji, du hast jetzt wirklich nicht The Healing erwähnt. Jetzt stehen Tim und Daniel gleich auf der Matte. Ich glaube, die haben einen Sensor für solche Situationen. Ja, na gut. Ui, noch ein Autoren-Chat. Aha. The Healing reicht also für den guten Herrn nicht mehr. Jetzt muss man auch noch komische Antworten in Orphans geben und dann hier auch noch die vierte Wand durchbrechen. So, verstehe. Ich guck mir das Ganze mal an. Bis später. Ey, das war cool. Tim, ich verstehe nur Bahnhof. The Healing habe ich noch nie gespielt. Und ich habe das schon in The Healing erklärt. Sehe ich einen Stern, muss ich die Antwort einfach nehmen. Ich glaube, das war damals zweite Staffel, ne? Zweite Episode, ne? The Healing. Sind wir alle in einer... Nee, warte mal, wir sprechen genauso wie bei The Healing. Sind wir alle in einer Zeitschleife gefangen? Genau das gleiche Gespräch hatten wir doch in The Healing schon. Stimmt, das hatte Tomji genauso auch dort gesagt. Also, sind wir auf ewig in einer Zeitschleife? Dann kopiere ich einfach den Chat aus The Healing hier rein. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Das erspart uns Arbeit. Würde Zeit sparen. Eben. Nee. Ihr könnt euch mal ruhig mal ein bisschen Mühe geben. Habt nichts Neues? Was Neues? Dann müssen wir uns was überlegen, Daniel. Habt ihr euch eigentlich schon in Orphans umgesehen? Wir haben viele neue Funktionen hier. Ja, mit dem Hintergrund und mit den Sounds. Finde ich geil. Echt? Ja, zum Beispiel Antwortenfunktion. Das ist ja cool. Möchte ich auch ausprobieren. Blub. Selber blub. Blub, blub. Gutes Argument, Tim. Danke, Tim. Oh weh. Ja. Ja. Es ist vorbei mit Tim. Es ist vorbei. Wir hätten es ihm nicht zeigen dürfen. Kann man es echt hier? Nee. Aber jetzt mal kurz im Ernst. Wieso ist Charlie in dem Waisenhaus? Wir hatten doch über von The Healing. Ich guck mal, ob er noch in The Healing ist. Ihr glaubt doch nicht etwa. Wie ist das möglich? Nein. Oh, Backe. So sehen alle Bilder von ihm in The Healing aus. Dann muss er rübergewandert sein. Aber irgendwie auch logisch. Was?
Wieso ist das logisch? Ja, das ist überhaupt nichts logisch. Doch. Die ganzen paranormalen Energien aus Orphans müssen ihn angezogen haben. Ach, na klar, natürlich, na klar. Leute, beruhigt euch, das ist doch nur ein Spiel. Nee, das ist alles echt. In The Healing sind auch merkwürdige Dinge passiert. Behaltet Charlie und diesen ganzen Situation besser im Auge. Und melde dich, wenn du ihn nochmal siehst, Tomji. Ja, mach ich. Wir machen das zusammen, Tomji, okay? Wow. Wow, Castorst. Dan und ich sind jetzt erstmal wieder weg. Bis dann. So, Gruber. So, da wäre. Ah ne, so, da wäre ich wieder. Mir ist jemand eingefallen, dass ich damals Kontakt zu jemandem hatte, der sozusagen Informationen aus erster Hand liefern kann. Sie war selbst viele Jahre Mitglied der Träger des Lichts, hat sich aber vor einigen Jahren von ihnen distanziert und ist ausgestiegen. Sie lebt seitdem eher zurückgezogen. Ein neuer Name. Okay, der da wäre. Und der falsche Name, wieso geheimnisvoll? Aber warum die Anonymität, wenn es die Bruderschaft doch angeblich nicht so harmlos ist? Ja, das ist die wahre Frage. Naja, ich denke, die Mitgliedschaft bei Bruderschaft war ihr einfach irgendwann peinlich. Es ging ja um irgendeinen Korruptionsskandal, der damals ziemlich hohe Wellen schlug. Mitglieder der Bruderschaft waren angeklagt, darin verwickelt gewesen zu sein. Wenn ich mich recht erinnere, war sie die Richterin in diesem Fall. Und der Verurteilung der Angeklagten fielen wohl sehr milde aus. Das sorgt für einen ziemlichen Unmut bei den Klägern und sie wurden wohl Opfer eines ziemlichen Shitstorms auf etlichen Plattformen und der Medien. Genaueres weiß ich leider auch nicht. Ich bin während meiner Recherchen zu meinem letzten Buch mit ihr in Verbindung getreten. Aber wie schon gesagt, die einzige Aufmerksamkeit, die ich herausfinden konnte, war eher von der Natur, die für ein Finanzamt von Interesse sein konnte. Also keine Themen, die für meine Leserschaft interessant sein konnten. Also ist sie nur ausgetreten, um ihr eigenes Gesicht zu wahren. Aber inwiefern könnte sie uns weiterhelfen? Dann wird sie uns vermutlich auch nicht helfen können. Immerhin war sie Mitglied dieser Gemeinschaft. Vielleicht hat sie jedoch irgendwelche Informationen über ihr Ding nutzen können. Okay, wie ist ihre Nummer? Da sie, wie gesagt, ihre Privatsphäre sehr schätzt, mochte ich die Nummer nur ungern weitergeben. Ich war so frei und habe ihr ihre Kontaktdaten geschickt. Ich weiß nicht, ob sie sich bei ihnen melden wird. Aber das ist im Moment alles, was ich für sie tun kann, fürchte ich. Ah ja. Ah ja. Oh, Sandy! Sandy ist bei Yarak. Geh weg. Tomji? Ich hab nicht viel Zeit. Jarek, ich war so froh, ihn wiederzusehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm, hab ich doch gesagt. Wieso, was los? Ja, ich wollte dich warnen. Und dann haben wir gedacht, dann lassen wir es einfach. Anfangs war er wie immer. Also ganz normal, wenn man das unter gegebenen Umständen überhaupt so sagen kann. Wir haben uns über Situationen unterhalten und überlegt, was wir machen.
Er hat sich dann nochmal ans Funkgerät gesetzt. Er sollte doch die Finger davon lassen. Wollte nochmal versuchen, jemanden zu erreichen. Und plötzlich... Bam, 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 bam. Dieses verdammte Funkgerät, die Stimme. Waren da wieder diese Stimmen? Ich war kurz in der Küche. Na, da gehörst du ja auch hin. Oh, böses Faul. Als ich zurückkam, war die Kette zu lang. Ich weiß auch nicht. Er wirkte plötzlich ganz anders. Er schien so wütend. Nannte mich plötzlich Emilia. Redet irgendwelches Zeug von einer Familie. Keine Ahnung, ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich glaube, er ist wirklich krank, Tomji. Er macht mir Angst. Ja, weg da. Einfach weg. Wusch, wusch, weg. Sandy, du musst da weg. Die Polizei ist schon auf dem Weg zu euch. Die Polizei kommt? Oh Gott, endlich. Aber ich kann Jared doch jetzt nicht alleine lassen. Doch, oh, oh, solltest du unbedingt. Er ist runter in den Keller. Ja, gut, gut, gut. Sagte, dass er noch irgendwas holen wollte. Eine Schrotflinte. Du kannst doch nicht bleiben. Sandy, es ist zu gefährlich. Er ist besessen, Sandy. Aber... Es ist Jarek. Er würde mir doch nie etwas antun. Er vielleicht nicht, aber die in seinem Körper schon. Er kommt zurück. Lauf! Ich muss ihn irgendwie helfen. Bis gleich. Wow, wow, wow. Sachte, Mädchen, sachte. Sandy, warte. Moment noch. Bitte sei vorsichtig. Das hat sie noch gelesen. Und nun ist sie offline und tot. Wir werden Sandy nie wiedersehen. Okay. Wir fahren jetzt zurück ins Tor. Jason hat die Unfallstelle gesichert und sogar noch zwei Warnleuchten aufgestellt. Das ist voll nett von ihnen. Morgen lässt er die Core abschleppen. Dann wäre das schon mal geschafft. Immer noch keine Rückmeldung von seinen Männern? Leute nicht. Aber sie werden sich sicher bald melden. Ich wollte dich mal noch deine Meinung fragen. Hier, guck mal. Dieses Symbol an der Wand im Flur zu unserem Hotelzimmer. Ich wusste es. Hotelzimmer. Das ist aber ein schönes Hotel. Wow, unglaublich hübsch. Genau das gleiche hatte Jason an seinem linken Handgelenk tätowiert. Ich sag, ihr seid alle im Arsch. Ist mir zufällig aufgefallen. Ich hab's ja gesagt. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Eine Art Dorfwappen oder so? Ich muss ihn gleich mal fragen. Nein. Aber im Moment konnte ich nicht dazwischen. Komme ich nicht dazwischen. Ina kaut ihm gerade das Ohr ab. Vielleicht mag sie ihn ja. Das Symbol einer Sekte. Das ist das Symbol einer Art Bruderschaft. Das ist das Symbol von einem alten Satanskult. Meinst du? So eine Art Verein oder Club? Von mir aus? Wenn die alle so nett sind wie Jason, habe ich damit kein Problem. Whatever, ist ja nur ein Symbol oder was? Wir sind jetzt zurück am Hotel. Wir melden uns gleich nochmal. Ja, Poseidon. Poseidon. Hallo. Herr Gruber. Achso, das ist ja die Uschi, ne? Hallo, Herr Gruber hat mir Ihre Kontaktdaten weitergeleitet und mir über Ihr Problem berichtet. Oh, das ist aber nett. Danke, dass Sie sich so schnell wie möglich bei mir melden. Ich war mir nicht sicher, ob Sie sich jemand. Ja, machen wir so.
ob sie sich bei mir melden würden, ne? Dort wäre ich mir nicht so sicher. Poseidon. Herr Gruber meint, ein befreundeter Autor sei spurlos verschollen? Ja. Und dass sie vermuten, dass die Bruderschaft damit zu tun haben könnte? Das ist die einzige Spur, die wir haben. Wir wissen es nicht. Wir recherchieren in jede Richtung. Recherchieren. Auch wenn ich Ihnen gerne helfen würde, Ihren Freund zu finden, ich kann Ihnen versichern, die Bruderschaft des Lichtes hat nichts mit seinem Verschwinden zu tun. Was macht Sie da so sicher? Woher wollen Sie das wissen? Aber es scheint mir doch zumindest verdächtig. Ich kenne die Strukturen. Oh. Glauben Sie mir, die Überlieferung der damaligen Geschehnisse stehen in keinerlei Verbindung zu dem, was die Bruderschaft heute verkörpert. Und wieso sind sie selbst ausgetreten und untergetaucht? Das hatte andere persönliche Gründe, die ich nicht weiter erläutern möchte. Ja. Ohne Ihnen zu nahe zu treten zu wollen, das klingt nicht überzeugend. Die Aufzeichnungen, die mir vorliegen, zeigte aber ein anderes Bild. Aber Fons hatte große Angst. Und dies, nachdem er auf die Bruderschaft gestoßen ist. Er nennt sich selber Poseidon. Ich weiß nicht, was Ihrem Freund zugestoßen ist. Und auch die Lage Ihrer Freunde tut mir leid. Aber nochmal, die Träger des Lichtes haben diese schrecklichen Geschehnisse aus ihren Vergangenheit längst hinter sich gelassen. Es handelt sich heute um eine äußerst moderne und emanzipierte Organisation. Das sagt niemand. Die Bruderschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die veralteten Moralvorstellungen und Dogmen uralter Religion zu überwinden. Um eine Gesellschaft zu etablieren, in der jeder für sein Schicksal verantwortlich ist und in der jeder die gleichen Chancen hat. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Sorry, für mich sieht das Ganze etwas anders aus. Sie meinen, jeder, der Teil dieser elitären Gemeinschaft ist. Ihnen das alles ausführlich so darzulegen, aber Sie können sicher sein, Sie folgen einer falschen Fährte. Ich glaube nicht, dass ich aktuell etwas anderes. Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich würde Ihnen wirklich gerne mehr über die Bruderschaft erzählen und Sie überzeugen. Aber ich musste in der Vergangenheit lernen, dass auch die bestgemeinten Ratschläge im Zweifel gegen einen verwendet werden. Deshalb nur so viel. Verschwenden Sie nicht unnütze Zeit, indem Sie falschen Fährten hinterherjagen. Wow, gleich zweimal schreibt sie, wa? Diese Zeit könnte Ihren Freunden am Ende fehlen. Sollte ich Ihnen sonst auf irgendeine Weise behilflich sein, lassen Sie es mich wissen. So, dann einmal fortschwätzen. Und dann, wobei wir können die Folge beenden für heute, wa? Oder? Tomji ist ein Hacker, Tomji ist ein Hacker. Ich habe das Spiel gehackt mit meiner Flatrate. So. Geil wäre es, wenn ich nochmal das so extra Bix bekommen würde. So extra einfach mal so, weil ich das sowieso schon habe. Das ist so wie reiche Leute. Reiche Leute wollen auch noch mehr Geld haben. Einfach nur, weil sie schon haben. Ich hätte ja auch hier Pause machen können oder so. Und das Ganze. Aber das mit Jason und so, das ist. Na klar. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Seit 65 Folgen habe ich das gesagt. Das Recht stärkt des Stärkeren. Schande.
Als Schande und Schlag ins Gesicht der Rechtsstaatlichkeit wurde das heutige Urteil von den Klägern und deren Anwälten bezeichnet. Die Beklagten, hochrangige COS eines internationalen Energiekonzerns, denen es erster Linie Instanz vor Täuschungen, Urkundenfälschung, Bestechung und Korruption im großen Stil vorgeworfen wurde, wurde freigesprochen und haben keinerlei Konsequenzen zu warten. Die Kläger, etliche Privatpersonen, deren Wohneigentum zugunsten des Baus eines neuen Kohlekraftwerks enteignet und abgerissen wurden. Alter, Kohlekraftwerk, das wird hier wohl nicht mehr passieren, dass hier irgendwo hier in Deutschland ein neues Kohlekraftwerk aufgebaut wird. Umweltorganisationen, die aufgrund massiver Umweltschädigung geklagt hatten, den Beklagten wurden vorgeworfen, mit falschen Gutachten und durch massiven Bestechung die unrechtmäßige Umsiedlung einer ganzen Wohnsiedlung erzwungen zu haben. Das Urteil Freispruch in allen Anklagepunkten. Das Urteil als Urteilbegründung nannte die Richterin unter anderem eklatante Verfahrensfehler seitens der Anklage sowie unzulässige Beweismittel und den Mangel an Indizien und Beweisen, die eine Verurteilung gerechtfertigen hätten. Ja. Leg dich mal mit großen Konzernen an und du kommst du mal gar nicht gegen. Ja, das ist so und wird auch immer so bleiben. Amber! Amber, diese Richterin hat mich gerade angeschrieben. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Was sagt sie? Sie meint auch, dass wir uns da verrennen. Also glaubt sie auch nicht, dass diese komische Bruderschaft etwas mit unserem Fall zu tun haben könnte? Oh, nein, sie lobt diese Leute über alle, über den Kleen. Irgendetwas ist da doch komisch, Tomji. Sowohl Gruber als auch diese Richterin. Beide sind absolut felsenfest davon überzeugt, dass diese Leute nichts damit zu tun haben können. Im Gegenteil. Es macht fast den Eindruck, als wären sie Fans dieser Vereins. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Etwas merkwürdig kommt mir das schon vor. Du meinst, sie verbergen etwas? Ich meine, diese Frau ist angeblich ausgetreten und untergetaucht, weil sie Richterin in diesem Skandal war, in dem sie ihre Brüder wohl etwas zu ungeschoren davon hat kommen lassen. Angeblich, weil sie sich von den Opfern und der Öffentlichkeit bedroht gefühlt hat. Aber wenn diese Bruderschaft doch so ein elitärer Haufen mit Beziehungen in den höchsten Kreisen ist, hätten die ihr nicht Schutz bieten können? Da sagst du was. Wow, ist die Musik gerade laut. Da ist was dran. Und Gruber. Wie hieß sein letztes Buch nochmal? Was weiß ich. Ich weiß nicht mehr. Die unheimliche Macht der Sekten. Schön, dass du das noch weißt. Und wenn man den Inhalt überfliegt, geht es da unter anderem auch um den Einfluss von Sekten auf aktuelle gesellschaftliche und politische Einwirkungen. Andererseits behauptet er uns gegenüber, dass Korruption, Bestechlichkeit und so weiter für seine Recherchen irrelevant wären. Du hast recht, das passt nicht zusammen. Aber er meinte auch, dass religiöse oder gar okkulte Dinge der Vergangenheit angehören. Ja, er behauptet es zumindest. Ich habe das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Gut, Kinder, was da nicht stimmt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüssli, Müsli.